Überraschung! Sarah ist da! Sie hat gerade noch. Oh, danke! Ja, völlig zu Recht. Danke. Achso, ich habe gar keine Mikrofon. Nee, du hast gerade noch die Rentiere gefüttert, hast du gesagt? Ja, ich bin raus, weil mir ein bisschen übel war von den selbstgebackenen Plätzchen. Das hat Gregor ja schon angedeutet. Er hat das schon gesehen, dass sie ein bisschen grün. Ja, die ja auch nicht. Die anderen, die hat Phil aufgegessen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie dem es geht, muss ich gleich mal fragen, in unserer Sendung. Und dann bin ich rausgegangen und habe ich die ganzen Rentiere da mit den Hufenscharren sehen und dachte, die muss ja mal jemand füttern. Vielleicht so recht. Du bist barmherzig, deswegen bist du auch ein Weihnachtself. Gnom? Wicht? Engel. Weihnachtsengel. Ein Engel. Ja. Der sitzt hinter dir, der Engel. Ja, es gibt ja mehrere. Glaubst du, ich lebe monogam da oben oder was? Okay, dann ja gut. Ja. Bin ich jetzt einer von den 100. Ja. Deiner Engel. Das ist ein Privileg. Ich freue mich. Gleich gibt es ein weiteres Engel. Und zwar wird Christiane eine unglaubliche Performance aufführen. Da müsst ihr euch nur noch ein paar Minuten gedulden. Und dann, das wird in die Geschichte von Giga eingehen. Da müsst ihr unbedingt dranbleiben. Vorher allerdings machen wir ein kleines Take Giga-Liga mit Gregor. Und du lädst ein zu deinem Lieblingsspiel. Ja, ich lade ein zu dem absoluten Zugpferd der Giga-Liga. Das ist Trackmania Nations. Die meisten von euch werden es kennen und auch schon gezockt haben. Und deswegen bin ich ja auch gespannt. Eben noch vor wenigen Minuten haben wir bei der Access Prime-Sendung auch fleißig gezockt. Sarah hat durchaus gute Ansätze gezeigt. Ja? Unglaublich. Ja, habt ihr vielleicht gesehen. Eben auch Susi war gar nicht schlecht. Phil, naja. Die Frauen halt sind beim Autofahren. Ja, und im Großen und Ganzen verspreche ich mir jetzt endlich mal, dass ich eine Menge Gegner bekomme. Also wirklich, so viele Gegner waren eben nicht da. Das waren... Ich will das Wort, andere Wort jetzt nicht nutzen, benutzen, es waren aber trotzdem keine Gegner. Und jetzt gibt es bestimmt viele Gegner, wir fahren zu sechs, Vio fährt mit. Icke, Slick Rick, Colin, Nils, du wirst auch mitfahren. Ah ja, okay, ich habe aber meinen Schlitten dabei, ich brauche kein Auto. Die Zuschauer kennen es schon, es ist Hot Seat, die Disziplin bei Trackmania Nations. Das heißt, wir fahren alle eine ganz kurze Strecke, haben eine Zeit dann im Ziel hoffentlich, wenn wir ins Ziel kommen alle. Und danach muss der Schlechteste nochmal ran. Also immer der Schlechteste muss fahren, aber alle haben wir jeweils nur eine Minute Zeit. Ich glaube, das Ganze erklärt sich viel besser, wenn wir einfach mal losfahren. Ist ja voll doof, du musst ja nochmal die Schamesrunde fahren. Das ist ja, tut mir leid für dich, Colin, echt, armer Kerl, ey. Man muss vielleicht sogar zwei Schamesrunden fahren. Ich fahre jetzt die erste Zeit, da könnt ihr euch nämlich direkt anschauen. Erklär auch mal die Steuerung bitte. Nur die Pfeiltasten. Super easy. Links ist links, rechts ist übrigens auch Bruder Schames. Ah ja, genau. Ihr könnt ja bei mir jetzt sehen, es ist ja dieselbe Strecke. Wir müssen zweimal springen und zwar ein bisschen nach rechts springen. Wenn wir geradeaus springen würden, würden wir ins Leere springen. Aber sieht ja gleich alles, wenn ich fahre. So. Kann losgehen. Was drückst du denn? Gas da vorne? Ja, ja. Das war's schon. Jetzt ist Vios Turn to Play representing Indonesia. Einmal okay und schon los geht's. Und ihr seht, oben bei meiner Zeitleiste ist schon einiges abgeknapst. Auch sie springt auf die Strecke. Sehr gut gelöst. Und noch ein Sprung. Das sieht gut aus, da kommt sie ins Ziel und schneller als ich. Sauber. Und damit ist sie auf jeden Fall schon mal weiter im Rennen. Ja. Slick Rick. So, der Platz hier. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt den Rücken nicht gestaucht. Und ja, die Finger. Außerdem habe ich einen Schmerz am Zeh. Deswegen. Also du musst wirklich ein bisschen nach rechts springen. Ich lasse mich doch nicht von der Frau beraten beim Autofahren. Wo kommen wir denn da hin? Was machen wir auch hier? Ach komm. Geht nicht so schnell, Mann. Da liegt aber praktischerweise auch die Ghosts der Gegner. Alter, weiter! Du Lady! Da ist noch nichts verloren. Nein, warum? Dann geht die ganze Zeit ab. Oh nein! Okay, ihr dürft mich von jetzt an Captain Banderole nennen. Ey, ganz ehrlich, wenn man schlecht in diesem Spiel fährt, dann wird man dann zum Blockflöten verdonnert. Sauber. Yeah. Sehr gut. Sansa Nils, turn to play. Sansa Nils, könnt ihr mal den Monitor ein Stück drehen? Oh, sehr im letzten Moment. So, jetzt hier. Ah. Momentan kann ich schon mal Slick Rick auf einstellen. Gleich geht er. Genau, momentan kann sich Felix auf einstellen. Ah! Enter! Deine Zeit läuft. Wie, ach wie, die Zeit hört ihr auf? Nein, das ist eine neue Zeit.
Okay. Ja, aber unter der Gesamtzeit. Nee, nee. Es zählen ja die ins Ziel gebrachten Zeiten. Oh, das sieht gut aus. Den kriegt nein, da ist. Nein. Ey. Wie? Das hätte ich aber. Pass auf, Felix. Da ist. Hat er weniger addiert, Netzzeit jetzt übrig. Ja. Man hat ja insgesamt nur eine Spielzeit. Eine einzige Minute. Ah, du bist gar nicht drin. Und jetzt können wir schon direkt sehen, die schlechteste Zeit ist 16,9 von dir. Ja, ich hätte ja gerne auch nochmal dann neu gefahren. Nee, nee, nee. Das war klar. Muss ich erstmal ziehen, damit erstmal die Zeit stehen. Jetzt kannst du verbessern. Ich habe auch immer nur eine Minute. Es gibt einen Grund, warum ich die Liga nicht gucke. Ich habe einfach manchmal. Ah, da ist der Bande! Nein! Nach rechts, ihr Penner! Enter! Und nochmal! Los, los, go! Oh Gott, das ist ja mehr Pressure als beim Keksebacken. Ja. Ah! Nein, doch, gut aus. Das ist so ein bisschen wie beim Basketball mit der Bombe. Ja. Leute, also wenn ihr gerade die Flatter geht, echt ohne Flatter. Ja. Das was ihr nicht wisst, Abi-Prüfung. Wenn beim Colin die Flatter geht, dann macht sie so ein ganz ekliger Geruchbreit hier. So, jetzt aber, pass auf. Ja, genau, weil ihr... Auf! Mit der, guck dir den mal den Rick an, wenn ihr mal gerade die Tastatur gesehen hättet. Was denn, was hast du denn? Immer was, Colin. Oh! Eieiei. Enter und sofort wieder los. Hey, noch los, nochmal. Okay. Achte auf Slick Ricks Zeitbalken. Der ist minimal. Der ist mein Zeitbalken ist der größte hier. Ja. Ei, ah, oh, Kleini, ei! Ah. Oh. Nein! Okay, besser, aber es wird nicht mehr reichen. Weil du mit unfairen Methoden ich bin der Zweitschlechteste. Da hat er mir die Tastatur auf der Hand geschlagen. Die kannst du nicht mal richtig halten. Wer ist der Nächste? Schlick Glück wieder ran. Die, aber ich bin doch schon fertig. Ja, aber du hast jetzt ja die schlechteste Zeit. Ich bin der Zweitschlechteste. Einmal Enter und dann geht's los. Und dann, glaube ich, ist es auch eine kurze Strecke. Ja, du hattest keine Zeit mehr. Jetzt gucken wir, wer die schlechteste Zeit hat. 14,26, eine Hundertstel langsamer als ich nur. Oh, das sind ja Welten im Motorsport, ne? Ja. Was, ist das jetzt eine andere Strecke? Nee, selbe. Wir machen du bist so ein, du bist ein krummer Lump, das habe ich echt noch nicht erlebt. Ich hab schon viel erlebt, aber mit niederklassigen. Ich seh, welches Auto hab ich denn hier? Du bist mit deinen kleinen komischen Händen nicht, weißt du nicht, wohnt so eine Tastatur zu halten, die rutscht dir gerne aus der Hand. Ein Mann ohne Ehre sitzt neben mir, obwohl heute Weihnachten ist. Es ist unglaublich. Oh! Mama, du hast gesagt, deine Zeit eingestellt. Wie, echt? Du hast deine eigene Zeit eingestellt und bist damit immer noch eine Hundertstel langsamer als ich. Oi. Du siehst ja deine beiden Gegner. Oh, Enter direkt, das schaffst du nicht mehr. Das ist ja auch raus, oder was? So, damit ich gehe. Jetzt habe ich auch das Spielkonzept verstanden, muss ich sagen. So grundsätzlich, ne? Aber das heißt nicht, dass ich beim nächsten Mal besser mache. Ja, weiß ich, du oder ich? Ja, du. Okay. Ich drehe nochmal hier. So. Boah, ist das spannend. So. Meiner ist der orangene Wagen, der daneben herfährt. Im Moment bist du noch besser. Oh, das sieht... Ah, da fahre ich dir davon. Boah, Vio. Vio hat aber auch eine Zeit. Die Landung ist oft entscheidend. Der Landung ist einer Hüpfer drin. Wenn man da... Oh, das war knapp. Das klappt nicht mehr. Vio gewinnt das Ding. Die Zeit reicht nicht mehr für eine neue Runde. Und damit hat Vio die erste Etappe auf jeden Fall gewonnen. Fette Hose. Yeah. Vio wins the match. Ja, beim nächsten Mal einparken, dann sieht es ganz anders aus. Dann bin ich. Dann super einparken. Ja. Hier,